Johannes Scherer ist der FFH-Mittwochsmotzer. Tu mir bitte einen Gefallen. Das Festival ist vorbei, also weg mit deinem Armbändchen. Es interessiert keine Sau, dass du 2018 die 3 Tage Schlager-Inferno in Quetsche-Membach überlebt hast. Lese kann ich's eh nicht mehr auf dem ausgefranste, total versiffte Stoffstreifchen. Das Bändchen ist dafür da, dass die Security-Gorillas dich wieder reinwinke, wenn du mal kurzes Gelände verlasse hattest, um dir, was weiß ich, die Mare auspumpen zu lassen. Es ist nicht dazu da, zusammen mit den Bändchen von Premium-Events wie Blasmusik on Fire oder Laut und Hässlich so eine Art, wie soll man sagen, zusätzliche Ärmel zu bilden. Und für die Erinnerung hast du ja 17.000 Fotos gemacht, inklusive der Selfies mit den Amigos auf alle 3 Veranstaltungen. So ein Bändchen ist auf Dauer auch gesundheitlich sehr bedenklich. Also nicht nur, weil da mehr Milben drunter leben als Besucher auf dem Festival waren. Wenn deine Unterarme mit den Jahren immer fleischiger werden, dann schnürt dir das Einlassband vom Death Metal Kuschel Weekend 2008 auch irgendwann mal die komplette Blutzufuhr ab. Hör mir auf mit Festivalarmbändchen. Ich wundere mich selbst, dass ich da so ruhig bleiben kann. Leicht bei dir. Der Mittwochsmotzer Johannes Scherer. Bei Hitradio FFH.